So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir die weiteren Aufgaben abgeschlossen und haben jetzt nur noch eine Aufgabe übrig. Von James sogar. Aber ich will... Achso, das ist einfach nur der Strandshop. Okay. Aber wir können jetzt endlich das Rennen nochmal machen. Das werde ich auf jeden Fall nach der James-Aufgabe noch mitnehmen. Ist natürlich doof, dass ich... Ja, naja, es ist meine eigene Schuld. Das habe ich wahrscheinlich 2-3 Tage diese 800 XP-Punkte verpasst, aber naja. Vivian, hört ihr das an? Es gibt Studien, die besagen, dass die Eisverkäufe um 200% steigen, wenn jemand mit einem Metalldetektor am Strand unterwegs ist. Es heißt, erst dann empfinden die Leute ihren Tag an der Küste als perfekt. Mensch, ist das nicht faszinierend? Was denn? Muss ich jetzt irgendwas machen? Also ist mir schon klar, dass ich hier was suchen muss, aber... Ja, wo haben wir denn hier was? Hallo? Wo hatte ich nicht gerade was? Nur jetzt den ganzen Strand abbreiten? Okay, hier sagt er nichts. Warte mal, habt ihr doch gerade was gesehen? Ah, hä, war ich vorher da? In die Richtung müssen wir. Ja. Ach so. Das war dann gar nicht so stark, oder? Okay, jetzt bin ich schwacher. Ich muss doch in die Richtung. Oh. Oh. Ja. Wir kommen näher. Dim. Dim. Ah. Ich habe was gefunden. Ein alter Armreif, überzogen mit Sand. Die Zeit scheint die meiste Verzierung zerstört zu haben, bis auf Teile einer kleinen Inschrift. Hotwood. Okay. Oder Madame Hufer vielleicht? Hm. Machen mal die Rennen und dann werden wir uns mal zum Wohlenstall zurück. Teleportieren lassen. Hallo. Ach so, ja. Wir müssen ja hier... auf der... gließenden Wasseroberfläche uns bewegen. Oh ne, kein Hai. Nein. Das fangen wir gar nicht an, dass ich wissen wurde. Ich krieg schon wieder Panik. So. Zack. 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 So, das ignorieren wir wieder großzügig. Kann ich nicht einfach vom Boot schubsen?
dann hat er hoffentlich dann in der Lektion gelernt, dass er, wenn er rückwärts fährt, einfach mal seinen Köppel drehen muss. Um zu wissen, wohin er fährt und keine anderen Leute behindert. So. Zack. Hui. Ach ja, ich muss wieder hier entlang. Oh. Jetzt hat er mich erwischt. So. Zack, zack, zack. Tada! Das haben wir geschafft. Ich hab sogar jetzt noch Laternen, kriege ich sogar. Aber das ist ja relativ kurz gehalten. Hui. Zack, zack, zack. Oh, eine scharfe Kurve nach rechts. Wo ist eigentlich Lisa? Sitzt sie mit dort? Ja. Wo ist denn die Alex? Oh. Was ist das denn jetzt gerade? So. Yay. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich recht mit meiner Vermutung habe, dass dieser Armreif der Madame Woolsworth gehört. Sie ist ja auch sehr alt eingesessen. Beziehungsweise... Die Familie lebt ja auch nicht erst seit gestern hier. Ja, ha. Hallo, meine Liebe, was kann das sein? Was hast du denn da, Vivian? Das kommt mir doch bekannt vor. Oh, könnte das? Mein alter Armreif, ich habe ihn vor Jahrzehnten verloren, im Sommer 68. Als ich immer mit meinem Mädels an Fort Pinderstrand war. Wer weiß, welche Schätze der Strand derzeit noch verbirgt. Danke, dass du ihn mir zurückgebracht hast. Ich habe früher sehr daran gehangen und ich werde jetzt gut auf ihn aufpassen. Du bist zurück zum James, oder? Ja. Achso, nee, können wir gleich hier entlang reiten. Und hoch. Paul Pinder ist hier oben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch noch die Kettensäge-Aufgabe bekommen, was wir in der vorherigen Folge ganz am Anfang gelesen haben, dass ja hier einige Spieler nach irgendeiner Kettensäge gesucht haben. So. Du hast nichts gefunden. Oh, du hast was gefunden, aber das ist weggegeben. Opa Aileen. Aber es bedeutet, es gibt dort Schätze. Ich wusste es. Bitte komm jeden Tag wieder und versuch noch mehr zu finden. Kein bisschen Gold. Das Ganze ist ein nutzloses Unterfangen. Nutzlos, sage ich dir. Es ist Zeit, sich auf das nächste Projekt zum Schilling verdienen vorzubereiten. Und ich habe genau die richtige Idee. Stellt dir Folgendes vor. Der Herbst steht vor der Tür. Wir verkaufen Ausrüstung für die Trüffelsuche. Je mehr sie graben, desto näher kommen wir unserem tatsächlichen Ziel, den verlorenen Schatz der großen Piratin Anya aus Anvil Bay zu finden. Win-win, Kaching. Deine Arbeit ist hier beendet, Vivian, und meine auch. Wir sind schon ein tolles Team. Wir sind eindeutig auf der gleichen Wellenlänge, wenn es ums Geldmachen geht. Was hältst du davon, wenn wir Geschäftspartner werden und den Gewinn 80-20 teilen, wie ich schon vorgeschlagen hatte? Hm? Okay, wie wäre es mit 70-30? Komm schon, guck mich nicht so an. Denk einfach darüber nach, okay? Man sieht sich. Okay. So.
in die Richtung. Ja. Da, da sehen wir es doch schon. Könnte ich den ganzen Tag machen. Rostige Motorsägenkette. Okay. Eine Kettensäge. Boah. Obwohl, das können die Agneter sein. Die fuchteln doch da auch immer mit drin rum. So, schauen wir uns mal den Spaß noch an. Das war ja... Was war denn das? Ne, nicht Willig, sondern... Dann gut. So, dann schauen wir mal, ob ich richtig liege mit meiner Vermutung, dass das zur Agneta gehört. Weil die ist eigentlich mal die einzige, die mir jetzt so spontan einfällt. Die so ein Gerät immer benutzt hat. Beim Conrad könnte auch sein, aber der hat eher so mit Hammer und so einen Spaß zu tun. Und natürlich war ich. War ich richtig mit meiner Vermutung. Die Kette kenne ich doch. Ich würde diese Kette überall erkennen. Es ist die Kette meiner treuen Kettensäge, die mein Mann verlegt hat. Dieser Mann ist in vieler Hinsicht gut, aber verlässlich ist er nicht. Was ist eine Kettensäge ohne Kette, habe ich ihn gefragt. Das ist wie ein Tiger ohne Zähne. Und was nützt einem der? Gar nichts. Ich bin froh, dass du dich einmal mehr als verlässlich erwiesen hast, Vivian. Wo ist... Ja. Würde ich sagen. Würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns das ja mal angucken. Achso, das ist eh hier oben. Achso. Aber da kommen wir gar nicht so einfach hin, oder? Ach nee, das ist wirklich bei der Reiterin. Okay. Da werden wir jetzt nochmal runterreiten. Ich schau noch mal. Ach nee. Ach so, das ist einfach nur ein neues Pferderennen. Okay. Oh. Was haben wir denn hier? Und warum kriegen die das, also ist es jetzt irgendwie jetzt anders, also dass halt die Pferde jetzt also andersrum stehen? Ist es jetzt so gewollt? Oh, aber es sind schöne Haflinger. Und da weiß ich ja gar nicht, wer mir am besten gefallen soll. Sie sehen ja alle so schick aus. Hm. Guck mal, die Dose kannst du doch auch aufheben. Juliano Gadea. Hallöchen. Das ist aber meine schicke Reithalle, was? Ich bin Juliano Gadea. Ich bin einer. Ein paar Sophien-Unternehmen. Habe ich ja gar keine. Dann komm ich mal zu mir und schnapp dir. Ja. Ja. Ja, dann werde ich für ein paar Kur. So. Ja, nur sind die Tarnung und pass auf ihn zurück. Okay. Da werden wir mal vielleicht ganz schnell unser Pferd wechseln. Ich glaube, Scarlett dürfte noch nicht auf Level 15 sein. Da können wir das ja mit ihr bestreiten, das Rennen. Und dann haben wir das Strandfest auch schon abgeschlossen. So, müssen wir gucken, wo sind die jetzt? Scarlett?
Da bist du. Hallo. Oh, du bist 10. Okay, gut, alles klar. Dann auf und davon. Mauern das noch ganz schnell. So, die Reitarena. Da. Dann bin ich mal gespannt, ob ich jetzt dran verzweifeln werde. Naja, genau, bist du bereit? Ja. Oh, Entschuldigung. Hat niemand gesehen. Bestimmt hier durch, genau, und dann hier drüber springen. Oh, ja, okay. Nein, nein, oh Gott. Ja, ich hab's ja verstanden. So, dann hier rum bestimmt und dann... Das machst du sehr schön, Scarlet. Wieder hier drum. Und da haben wir es geschafft. Sehr schön. Solche 500 Pferde-XP-Rennen könnte man immer mal machen. Am besten für alle Pferdearten. Das machen wir gleich noch einmal. Komm, weil es so schön war. Wir wissen jetzt ungefähr, wie es abläuft. So. Und die ist relativ schnell, ne? Also die gibt gut Gas. Dark Pearl ist noch ein kleines bisschen nicht träge, aber die, ja, die ist ein bisschen gemütlich unterwegs. Ganz entspannt. Zack. Und haben sogar Silber jetzt bekommen. Geschwindigkeit auf 19. Es ist schon wieder, ich sage mal, Giuliano. So. Sehr schön. Na gut, da hätten wir das jetzt auch ja, erledigt, die Sachen. Und dann haben wir ja keine Wander... die spitzen Klippen. Ja, da haben wir ja keine... Also das ist gerade bewegt. Ja, keine anderen Aufgaben mehr offen. Abgesehen davon, dass wir das Seenreiten machen müssen. Dann noch das Bulldog-Rennen und das Goldblatt-Versammlungsgedöns, also die Hauptquest, die müssten wir auch mal irgendwann wieder anfangen, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Und ja, ich werde mal gucken, was wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich würde vielleicht zum Segelnreiten gehen und einfach hoffen, dass ich das auch mit normalem Pferd und nicht mit meinem Nightstar machen kann, weil es wäre mal schön, wenn auch wieder mal ein Pferd von mir auf die... Stufe 15 kommt und dass ich da auch mal was abgeschlossen habe. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.